Sie sind hier, 9. August 2018, 14.46 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Kristin Hussong zeigte sich bei der Qualifikation im Speerwerfen in Topform. Urheberrecht Getty Images. Kristin Hussong untermauert in der Speerwurfquali ihre Stellung als absolute Topfavoritin. Ex-Weltmeisterin Katharina Molitor dagegen scheitert schon früh. Die deutsche Meisterin Kristin Hussong hat sich bei der Heim-EM in Berlin in der Speerwurf-Qualifikation in Topform präsentiert. Die 24-Jährige stellte am Donnerstag mit ihrem ersten Wurf auf 67,29 Meter eine persönliche Bestleistung auf und übertraf damit die geforderte Norm für das Finale am Freitag 20.25 Uhr im Live-Ticker von 60,50 deutlich. Mit der besten Weite der gesamten Qualifikation hätte sie bei den vergangenen 5 Europameisterschaften Gold gewonnen. Der Wurf war super, zeigt mir, dass ich topfit bin und macht mir Mut für morgen. Ich will mich jetzt aber nicht zu sehr freuen, denn morgen soll es ja noch weitergehen, sagte sie. Ich kann um die Medaillen mitwerfen. Ex-Weltmeisterin Molitor scheitert. Die Weltmeisterin von 2015, Katharina Molitor, ist dagegen ausgeschieden. Die 58,00 Meter der 34-Jährigen reichten nicht. Auch ihre Vereinskollegin Dana Bergrad-Leverkusen überstand mit 53,61 Metern die Qualifikation nicht. Punkt. Titelverteidigerin Tatjana Schaladowitsch, Weißrussland, benötigte 3 Versuche, um sich mit 61,21 für das Finale zu qualifizieren.